Hallo, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Ihr seht einen weißen Bildschirm und jetzt seht ihr das Spiel wieder. Ich befinde mich hier im Kampf gegen Ali Baboon. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich muss jetzt hier mal gerade was ziehen. Das Problem ist, ich habe... Guck mal, Ali Baboon ist jetzt... richtig sauer. Ich habe den Ali Baboon jetzt einmal geschlagen, aber er hat immer noch 5000 Lebenspunkte übrig. Das ist ein bisschen problematisch jetzt. Weil jetzt ist er sauer und irgendwie habe ich jetzt auch kein Feuerprisma dabei. Nicht mehr. Er greift mich jetzt immer mit einem kritischen Käfer an, oder was? Ein sehr kritischer, sozialkritischer Käfer. Oder was ist hier los? Ich habe noch ein Prisma. Geil. Dann hole ich mir jetzt mal Söldner des Lebens. 400. Aber ich habe noch 2080. Kaius, was machst du denn da? Ich möchte das jetzt durchziehen. Ich habe keine Lust auf irgendein Spökes. 5000 Lebenspunkte. Ach, das ist so ein lustiger Zauber, oder? Kronen, ey. Denn mit fiesen Gehilfen, die sich immer dazu gezaubert werden. Täuschen lasse ich jetzt mal weg. Ich habe das Gefühl, das sollte ich besser wirklich weglassen. Weiß nicht, ob es daran lag, dass er sich die Sachen alle weggezaubert hatte. Akolyt Jon. Prozent eingehender Schaden. 30% ausgehend. Ja, jetzt haben wir hier ja wieder einen. Ne? Ich müsste schon wieder den blöden Stier benutzen. Aber ich würde jetzt gerne... Ich habe den Stier... Ich glaube, ich habe noch einen Stier im Deck. Aber ich glaube, ich habe keine Faust mehr. Ich weiß es gerade nicht. Oha, nee, das sind meine letzten Karten, wie ihr seht. Gut, Akolyt, dann musst du hier den Begleiter kaputt machen. Und ich muss wahrscheinlich Karten neu mischen machen. Aber ich möchte gern erst den Ali Baboon Mistkerl besiegen. Wäre cool, wenn das jetzt klappen würde. Absorbieren. Dankeschön, Akolyt. Habe ich gar nicht gecheckt. 621 für den Akolyt. Let's try it. Aber das müsste jetzt gehen. Das müsste jetzt auf jeden Fall gehen. Der ist jetzt hinüber. Und dann haben wir nur noch eine Begleitperson, die es zu besiegen gilt. Hat er jetzt ja nur noch Lebenspunkte wie ein Straßengegner, also. Ja, siehste. Ali Baboon ist Matsch. Da liegt er. Oh, er zuckt noch ein bisschen. Und du? Was machst du? Schlunderwache. Meinst du jetzt hier das alles regeln zu können? Tja. Da müssen wir jetzt Karten neu mischen machen, ne? Ist zwar doof, aber so ist das manchmal. Ja.
Hau. Das war fies. Beste Karte im ganzen Spiel. Neu mischen. Echt. Absolut. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, als ich die noch nicht hatte. Ich müsste echt mir mein Let's Play nochmal von vorne angucken. Nicht alle Folgen durchgucken, aber echt nochmal mir das reinziehen. Ne? Das müsste ich echt machen. Ne, den Feuerdrachen. Ach, wer weiß. Wer weiß. Obwohl, ich Schattenpips habe ich ja genug. Ja, den Kampf haben wir ja eigentlich gewonnen, ne? Muss jetzt nur einmal zuschlagen können noch. Zero Pips. Mach das jetzt mal. Ich greife jetzt mal mit dem Stabangriff an. Für die letzten 1200. 265. Nee, das bringt nicht so viel. Waffenzauber. Hä? Passiert das immer bei einem Stabangriff? Da muss ich gleich nochmal gucken. Ist cool, aber auch nicht cool. Es kann nämlich schon mal einen Strich durch die Rechnung machen. Bei manchen Sachen. Muss ich gleich mal gucken. Das muss ich mir jetzt mal gerade im Hinterkopf behalten. 641 nur noch. Mensch. Da brauche ich ja gar keine Klingen und Fallen und sonst was mehr. Ich brauche jetzt nur noch abwarten. Dass ich einen Zauber kriege. Du kannst den auch übrigens kaputt machen, wenn du möchtest, ne? Was ist das denn noch so? Yeah, cool! 2000, wow, 600. Stay your spells, wizard. Ali Baboon is defeated. You are here for your genie friend, yes? Fine. You may take her. I hoped she would grant me wishes, but she refused me as a master. Her lamp is in the thieves' den vault. Go to the vault, rescue your genie friend, and then be gone from here, all of you. Ali Baboon will finally get some rest. Ruh dich aus, Ali Baboon. Hast du verdient, hast gut gekämpft, aber wir haben dich besiegt. Ali Baboon besiegt. Gibt's hier noch was zu klauen? Na, zu guter Letzt, um noch so ganz zu erniedrigen, noch was klauen aus seinen Gemächern. Sekunde. Ich kann ja leider die Pause-Funktion nicht mehr benutzen. Hab keine Lust, wegen einer Unterbrechung hier die Folge zu schneiden. Mann, immer diese Kinder, die ja dann noch meinen, wenn ich hier sitze und Let's Play, dann hier den Molly zu machen. Ne, die nutzen das nämlich dann gerne aus. Denken dann, ha,
Der Fatty sitzt am Computer und spielt und möchte beim Let's Play nicht gestört werden. Jo, dann durchstöbern wir doch mal ein bisschen die Wohnung, gucken uns ein bisschen um, holen uns noch was zu essen, zanken uns noch ein bisschen und so weiter und so fort. So ist das hier. Manchmal hoch. Jetzt sprechen wir mit dem guten alten Devin. Devi Boy. So, wait, Ali Baboon surrendered? Just like that? I can't believe it. In the end, he turned out to be a pushover, didn't he? I wouldn't normally stick up for a crime lord, but he was actually a pretty tough biscuit. I think he just knows when to cut his losses. So, you got the key to get your friend out of the thieves' den vault? Her lamp? Wait, she's a genie? Well, isn't that something? You've got a pretty strange circle of friends, wizard. I hope I can count myself one of them. Absolutely! You got us in and you didn't abandon us when things got ugly. And you've got dancers. Say, why not bring your act to Agrabah? Maybe we will then. Either way, we're going to hit the road. Good luck rescuing the genie wizard and keep dancing! Neue Quest, Istars Rettung. Pff, okay. Ab in die Schatzkammer der Diebe. Muss ich jetzt hier schon wieder kämpfen, oder was? Oder was ist los? Wow. Oh, I bet there are some goodies in here. It'd be okay to steal from Ali Baboon and the 40 Thieves, wouldn't it? Nein, es wäre auch nicht schlimm. Ah, but what would the Sultana say? Great son, she's given me a conscience. Fine, though. Not like I have pockets anyhow. Ich kann nichts klauen. There's Istar's lamp right there. Let's just grab it and get out of here, right? Yes, make the Sultana proud, right? Ja. Am I ever glad to see you? After I refused to grant Ali Baboon's wish, I thought he'd be stuck in my lamp forever. I'm sorry, wizard. I feel so dumb. This is all my fault. When we were negotiating with the house cats, I had what seemed to be a great idea. To get the house djinn to support us, I agreed to help them steal the chrono shards from their masters. The shards we gave them were fakes. I stashed the real chrono shards away in the palace vault. Then, during the battle, the deal was I had to let Ali Baboon in to take them. Wait, let me get this straight. You made a secret deal involving Ali Baboon and you didn't expect to be betrayed. You really are daft. I know. The House Djinn were working with Irkala all along. She got the chrono shards and Ali Baboon got my lamp as... Oh, I hope you'll forgive me, wizard. And the Sultana! Oh dear, I should go and tell her the truth right away. Meet me back at Khosra Palace. Junge Frau, da hast du dich wirklich nicht besonders schlau angestellt. So, wir gehen jetzt mal hier raus. Mal gucken, ob jetzt hier sich eine neue Quest auch noch aufgetan hat. Könnte ja sein. Ist ja häufig so. Dass hier plötzlich noch ein Ausrufezeichen irgendwo zu sehen ist. Nein, aber da hinten leuchtet was. Und da gibt es auch noch Steine. Und da gibt es noch Silbertruhe und Holz. Oh mein Gott. So viel gibt es hier. Das ist ja wirklich herrlich. Da kehrt der Kevin mit vollen Taschen nach Hause. Spielen. Heute stelle ich mich nicht so gut an, muss ich sagen. Und kriegen wir ein Schloss, einen Schlüssel. Es hieß, ich kann die auch hin und wieder am Bazar kaufen. Na, habe ich auch noch nie gesehen. Aber mal gucken. Wer weiß, wer weiß. Aber da kümmere ich mich auch ein andermal drum. Und? Was kriegt der Kaius? Sonnenstein. Titan. Todesprisma. Einen elektrisierten Schlüssel. Ach, guck mal.
Guck dir das mal an. Ich habe ihn endlich mal bekommen. Wie viel brauche ich eigentlich? Ich glaube 10, ne? Ignos Fokus Fackelstab. 10 tatsächlich brauche ich davon. Und hier diese Tinte. Und was haben wir hier? Äthyrerz. Und was ist das? Teilnahmetrophäe. Oh. Schimmernde Schuppen. Schimmernde Schuppen. Schimmernde Schuppen. Ja, die Folge ist vorbei, ne? Aber ich gehe jetzt mal gerade nach Agrobar. Ne, Moment, nach Agrobar. Ich gehe erstmal nach Caravan und beame mich von dort aus nach Agrobar. Und dann sehen wir uns da in der nächsten Folge übermorgen wieder. Nicht vergessen, es ist ja Sommerpause, wo ich nur alle 2 Tage eine Folge rausbringe. Bitte nicht vergessen. Bergjakal, Rubalweiten, Agrobar. So. Ich gehe schon mal in die Richtung. So. Jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.